Was geht, Leute? Der echte OG hier bei Black Panther mit meinem Bruder. Ihr habt gehört, das Intro heute diesmal wieder anders, aber Leute, wir sind wieder zurück. Wie gesagt, so 4 Wochen Pause, ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Struggle privat gehabt. Hab das Ganze schon in einen Community-Beitrag geteilt, so ich möchte nicht mehr darauf eingehen. Wie gesagt, Leute, ich bin wie ein Verrückter die letzten Wochen am Drehen und ich muss euch wirklich sagen, ne, so die nächsten 2 Monate, die kommen, ich habe für 2 Monate vorgedreht, sind, glaube ich, mit Abstand, ne, somit die stärksten, die ich gemacht habe. Der ist krank, der Junge. Wie gesagt, so nach OG kommt wirklich Darknet Millionär Real Life Story. Wir haben 170 Kilogramm Marihuana wegen Encrochat überführt, jetzt schon gedreht. Gullideckelbanden, Musti, 250.000 durch Blitzeinbrüche, schon gedreht. Das ist wirklich die nächsten 2 Monate, die jetzt kommen, sind die stärksten. Darauf gebe ich euch mein Wort. Bruder, wie gesagt, Hamdullah, ich bin sehr froh, dass du hier bist. Ne? Bruder, freut mich, danke schön, dass ich da sein darf, Alter. Bruder, Ehre liegt auch ganz bei mir. Wie gesagt, so, ich habe auch in den Kommentaren schon gesehen, dass sehr, sehr viele sich auch für dich interessieren, deine Flucht, du warst im Gefängnis. Aber bevor man dazu kommt, ist als erstes mal wichtig, was mich interessiert auch, wie du aufgewachsen bist, wo du herkommst und was dir das endlich zu dem gemacht hat, wer du bist. So. Bruder, ich fange mal von ganz früh an, würde ich sagen, Alter. Bruder, ja. Ich bin aufgewachsen, eigentlich ganz normal mit meiner Mama, mit meinem Bruder und meinem Papa damals noch. In Stuttgart bin ich geboren, hatte eine ganz normale Kindheit, jetzt nicht viel Geld, weißt du, was ich meine, jetzt nicht viele Möglichkeiten. Ja. Dann gab es auch viel Streitereien bei uns in der Familie, sodass sich dann meine Eltern getrennt haben. Das war dann 2000 so ungefähr. Ja. Und ja, dann hat es so angefangen, dass ich nur noch mit meiner Mama war und meinem Bruder. Und hat, du weißt ja, eine Mutter kann nicht auf 2 erwachsene Söhne schauen. Oder halt, wo wir dann schon größer geworden sind. Ja. Dann hat es angefangen, dass mein Bruder schon damals Scheiße gebaut hat. Mein älterer Bruder. Und ich war dann halt immer jünger und der war immer mit seinen Jungs. Und ja, ich habe halt immer geguckt, was machen die, was geht da und so. Weißt du, was ich meine? Ja, Bruder. Und so ist es dann gekommen, dass meine Mutter immer arbeiten war. Und mein Bruder hat auch sein Ding gemacht. Und du hast jetzt als jüngerer Bruder so abgeschaut, würdest du sagen auch? Auch, ja, auch. Aber die haben halt nicht so krass ekelhafte Sachen gemacht, wie wir dann im Nachhinein, weißt? Die haben jetzt so Roller geklaut oder so Sachen, so Stangen verkauft oder so damals auf der Straße, weißt du, was ich meine? Oder Jackies geklaut und Jackies an irgendwelche Gaststätten verkauft und so, weißt? Haben damals Geld gemacht und da habe ich gemerkt, hey, du musst schon gucken selber, dass du irgendwie Geld machst, alle, weil Geld kommt nicht von alleine, weißt? So hat es dann halt angefangen. Man muss auch sagen, dass oft diese Gruppe, Bruder, ich sehe das bei so vielen, das ist einfach oft die Grundlage von sehr vielen, die leider in diese Straße kommen, so, dass der Vater irgendwann nicht da war. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Dass oft sich diese Vaterfigur fehlt, dann lebst du mit deiner Mutter ist allein erziehen, wie du gesagt hast. Sie geht arbeiten, hat nicht so viel Zeit, auf dich aufzupassen. Du bist mit den Jungs auf der Straße und irgendwann ist das normal für dich. Wenn du siehst, dein Bruder klaut Fahrräder, irgendwann, Bruder, hast du keinen, der sagt, das ist richtig und das ist falsch. Genau, und dann siehst du halt noch andere Kinder, Bruder, die kommen jedes Mal mit einem neuen Bike, weißt du, was ich meine? Neuen Fußballer, weißt du? Und so wirst du halt behindert nach einer Zeit, weißt du? Dann nimmst du das erste Mal nimmst du dem Jungen sein Bike weg, dann nimmst du den anderen seinen Ball weg, irgendwann mal reicht es nicht mehr, weißt du? Und dann wirst du auch älter, dann reicht dir kein Ball mehr, dann reicht dir auch kein Fahrrad mehr, weißt du? Und dann willst du einfach Geld machen. Und so ist es dann halt gekommen, dass, guck mal, wenn mein Vater da wäre, glaube ich nicht, dass ich so krass abgedriftet wäre, weißt du? Weil bei Papa hat schon dieser Blick gereicht, weißt du? Ja. Der muss nicht mal was sagen, Alter. Der guckt dich nur einmal an und du weißt ganz genau, jetzt bin ich kurz davor, Alter. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das glaube ich nämlich auch so, dass eine Vaterfigur sehr viel ausmacht. Auf jeden Fall. Mama kann nicht so viel. Also eine Mutter ist ja immer noch eine Frau, weißt du, was ich meine? Und die weiß nicht, was Männer draußen machen. Jetzt sind wir auch mittlerweile erwachsen geworden, weißt du? Ja. Meine Mutter sitzt zu Hause und hat keine Ahnung, was sie den ganzen Tag draußen machen, weißt du? Ja. Was macht ihr den ganzen Tag, weißt du? So, weil wir nie daheim sind und so. Das ist interessant, Bruder. Wie gesagt, ich höre, das ist bei 90% meiner Gästen so, ist mir auch aufgefallen. Das ist immer dasselbe, ja, so alleinerziehende Mutter war immer da. Und da deswegen hasse ich dieses, ja, da ist was schiefgelaufen in der Erziehung und so, weißt du? Alter, Bruder, deine Mutter kann doch nicht neben dir rumlaufen draußen, wenn du Scheiße brauchst, weißt du? Und das ist das Traurige, dass die Mütter eigentlich immer das Beste für dich wollen, dir das Beste mitgeben, dir gute Werte mitgeben. Und man es trotzdem einfach nicht schafft, so das Leben. Und am Ende heißt es immer, deine Mutter war schuld oder dein Vater, obwohl die doch das Beste gemacht haben für dich, weißt du? Aber das war schon ein guter Einstieg, so, dass man gemerkt hat, so, wie du aufgewachsen bist. So. Was waren so, was mich interessieren würde, was waren so die ersten großen Straftaten, die du begangen hast? So? Die ersten großen Straftaten waren,
Also die erste große Straftat, mit der ich erwischt wurde, waren Raubüberfälle. Das waren dann mehrere. Ja. Und das war dann auch ein Riesenverfahren. Und boah, das würde mich interessieren. So, kannst du da detailliert darüber sprechen oder nicht? Ja, geht so, ja. So weit wie möglich, ja. Wenn du ein paar Sachen nicht sagen darfst, erklärst du es einfach. So, das Ding ist, Bruder, das waren ganz, 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 ganz viele ekelhafte Überfälle. Und wir waren 12 Mittäter damals. Ja. Und dann ist Bande draus geworden und wurde dann auch, das Problem war auch noch damals, Bruder, ich war 16 Jahre alt und bin dann schon Stammheim reingekommen. Und wir hatten dann in der gleichen Zeit wie Ratar, hatten wir Gericht und wir hatten den gleichen Saal wie die, ja, den größten halt im Landgericht Stuttgart, und deswegen haben die meinen Gerichtstermin dann verschoben, so um, okay, eigentlich hast du ein halbes Jahr U-Haft, weißt. Bei mir haben die es dann verlängert, ja, weil wir den Saal nicht hatten, weißt du, was ich meine? Ach, okay, Digga. Also na, an der Stelle, hey, Dankeschön, Ratar. Oder, nein, aber heftig, Digga. Ja, Bruder, und... Also du meinst ja, ihr wart in Bande mit 12, waren das so, ja, nur ihr 12? Oder war das auch mal so, dass ein paar eingestiegen sind? Es war nicht so, dass wir, das Wort Bande haben die ja dann, ja, als Begriff genommen, weißt du? Wir haben uns nicht als Bande gesehen, wir waren einfach nur Jungs, Hoodies von der Straße, weißt du, was ich meine? So wie hier meine Jungs, mit denen ich jetzt gekommen bin heute, weißt du? Ja. Wir waren halt jeden Tag zusammen auf der Straße, haben, bevor wir schon sowas gemacht haben, haben wir schon getickt, gedealt, alles Mögliche, weißt du? Aber irgendwie, du willst das große, schnelle Geld, weißt du, was ich meine? Dann sind wir da reingegangen. Und waren das einfach immer so spontane Aktionen, so wie, ey Bruder, ich hab gehört, oder habt ihr da schon so Tipps gekriegt? So, da ist so viel in der Kasse drin. Bruder, wir waren Kamikaze, Bruder. Wir waren einfach Kamikaze, rein, Tag, Tag, raus, weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn es nach 2 Minuten nicht geklappt hat, sind wir auch manchmal ohne Beute gegangen, weißt du, was ich meine? Ja. Oder nach 3 Minuten, weißt du? Aber das musst du einfach schnell gehen. Rein, Tag, Tag, alles kleinschlagen und nimm mit, was du mitnehmen kannst, weißt du? Manchmal, wo wir uns sicher gefühlt haben, haben wir dann die Leute gepackt, haben dann gesagt, komm mit nach hinten, jetzt machst du den Tresor auf und so, weißt du? Ja. Das waren halt dann die großen Sachen. Also wo dann viel rausgesprungen ist. Ja, Mann. So was mich jetzt, Bruder, jetzt so, der erste, erzähl mal wirklich so von deinem ersten großen Raub so. Das wollte ich dir gerade erzählen, Bruder. Mich der allererste, das war kein großer Raub, das war einfach nur ein Raub, das war so ein riesen Sport, so ein Sportzentrum. Sportzentrum, und da sind mehrere Hallen drin, Badminton und Squash, und du kannst Fitness gehen, Schwimmbads drin, alles mögliche. Und Bruder, wir chillen, da gegenüber war ein Jugendhaus, oder ist immer noch, Feuerbach Jugendhaus. Und ich habe da immer gesehen, wie wieder reiche Almans rein, rauslaufen, weißt du, was ich meine, Alter? Und hab mir gedacht, ey, da muss Geld drin liegen. Damals denkst du halt so, weißt du? Du warst auch, damit wir das festhalten, so 15, 16 umgedreht, genau, ja, ne? Genau, okay, ja. Das war 15 war ich, ja. Ja, Bruder, und dann eines Tages habe ich dann so gedacht, komm, wir machen das jetzt einfach. Und das war wirklich spontan, wir sind einfach reingegangen, und damals hatten wir auch noch kein Equipment, gar nichts, weißt du? Bruder, ich schwör auf meine Mutter, ich habe den ersten Überfall mit Socken an den Händen. Walla Villa, Bruder. Gib dem mal, Bruder. Bruder, ich hab einen Turban an und Socken, Bruder. Bruder, Alter, du, Bruder, zieh Socken an, mach hier einen Schlitz rein, Alter. Und dann hab ich, Digga, fette Handschuhe. Ja, Bruder, auf jeden Fall. An diesem Tag sind dann aber auch nur 800 Euro oder so rausgesprungen. Ja. Die Socken habe ich dann weggeschmissen, Bruder. Und dann, Bruder, sind wir mit diesen 800 Euro. Das hört sich für mich sehr, sehr spontan an. So, Bruder, ich habe hier... Das war auch sehr, sehr spontan. Socken einfach genommen, Turban. Und Bruder, mit Küchenmesser, Bruder. Von Mama mitgenommen, gib ihm alle, weißt? Bruder, ganz spontan haben wir 800 Euro rausgeholt. Und mit diesen 800 Euro hat es dann begonnen. Wir sind danach... Bei uns gibt es in Stuttgart so einen Laden, der heißt US-Shop. Ja. Gibt es überall diese Army-Stores und so, du weißt doch. Dann sind wir mit diesem Geld da reingegangen und haben uns dann erstmal Sturmmasken geholt, Handschuhe und Schlagstöcke, Machete haben wir uns geholt und alles Mögliche. Ja, okay. Das war auch, der Laden hat uns dann am Ende auch gefickt wegen Überwachungskameras und so, weißt du, was ich meine? Man hat gesehen, dass wir dort eingekauft haben. Ja. Also ihr habt euch quasi so mit den ersten Raub finanziert, ja, genau, andere Sachen zu holen. So. Genau. Aber was für ein Gefühl hast du eigentlich beim ersten Raub gehabt? So, kennst du, weil das ist ja so eine Hemmung, haben ja viele. So viele, ja, können ja nicht mit einem Messer andere Leute drohen. So. Was für eine Hemmung? Das Ding ist, Bruder, ich bin immer so hingegangen und habe immer zu meinen Jungs gesagt, hey Jungs, immer wenn ich da bin, bitte fass keinen Menschen an, so. Also lass es immer so weit kommen erst und dann also agieren wir, reagieren wir oder wie auch immer. Deswegen, Bruder, guck mal, ich musste niemanden bedrohen. Wenn da 3, 4 Leute reinrennen mit Turban, alle maskiert, die Leute wissen Bescheid, weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen haben wir immer auch alles kurz und klein geschlagen, Bruder, wir haben nicht alle Messer gehabt. Wir hatten 2 Leute mit Teleskopschläger zum Beispiel und einer mit Messer oder Machete oder was auch, ja, immer. Reingerannt und alles kurz und klein geschlagen, weißt du? Ja. Ja, und Bruder, der allererste, ich weiß noch ganz genau, ich habe Bero Bass gehört,
das ist ein Raubüberfall, Raubüberfall. Kennst du das? Bruder, dieses Album Gangsterfilm ist damals rausgekommen von ihm, der hat mich auch behindert gemacht. Kopf, das hat den Kopf ja richtig gedreht. Ich schwör's dir, Bruder. Und dann habe ich noch angefangen und in der Zeit hat sogar auch noch, oder davor hat Haftbefehl Aslak Stereotyp gedroppt, das hat mein Leben komplett auseinandergenommen. Ja. Aslak Stereotyp hat mich komplett kriminell gemacht und halt alles oder nichts. Musik hat mich echt auf jeden Fall auch sehr, sehr, also auf diese Straßenfilme gebracht, weißt du? Das ist noch eine Tatsache. Ich finde das heftig, dass du das sogar ansprichst. Ist das so, Tatsache, Bruder. Diese Deutschrap-Musik, so, die macht ja, dich aggressiv Fall. Kriminell, ja. Bruder. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, jetzt Kinder sehe, sagen, oh, dann denke ich mir, cool, weißt du, aber andererseits, ey. Dazu kommen wir auch nachher zu sprechen, ja. So, weil wenn du das selber siehst, so was für eine Folgen Gangster-Rap haben kann, was den Leuten manchmal macht, weil diese Musik ändert dein Bewusstsein ja auch. Auf jeden Fall, Bruder. Aber jetzt gehen wir zurück, so, du hast gesagt, ihr habt den ersten Raubfall durchgezogen, den Zeit damit finanziert. So, wie sah der zweite aus? Hast du dich da ein bisschen lockerer gefühlt oder musst du immer noch Musik hören? Bruder, locker fühlst du dich eigentlich nie. Das Ding ist, es waren nicht immer nur Überfälle. Manchmal stand ich auch nur davor und hab geguckt, weißt du, was ich meine? Manchmal war das auch nicht Überfall in den Laden rein, sondern haben wir einfach nur jemand auf der Straße abgerippt, weißt du, was ich meine? So, gib dein Geld, ja. Alles, weißt du, was ich meine? Das waren halt ganz, ganz viele Sammelverfahren. Am Ende war das halt eine riesen Anklage für Dinger, wie heißt es, bewaffneter Raub und so. Ja. Und Bruder, aber nach einer Zeit wird es auf jeden Fall lockerer, Bruder. So, beim ersten Mal natürlich scheiße in die Hose, bevor du reinrennst, weißt? Aber dann wird es natürlich schon lockerer, aber du hast immer auf jeden Fall Anspannung, Bruder, und sehr, sehr. Und war das bei dir damals so eine Sache, dass du dir gedacht hast, Digga, okay, man wollte einfach das große Geld haben, ne? Hat dich das motiviert dazu, so mitzumachen? Oder war das so mehr so ein Gruppending, weil du gemerkt hast, ihr wart ja zwölf, du hast gemerkt, mehrere Leute haben das gemacht. Bruder, das Ding ist, ich habe nicht damit angefangen, das haben schon Leute vor mir gemacht, weißt? Ich habe dann gemerkt, okay, bei denen läuft und so weiter, weißt? Bruder, das Ding ist, ich war 15 Jahre alt und bin beim dritten Überfall oder so, habe ich dann schon 25.000 Euro oder so haben wir rausgeholt, weißt du, was ich meine? Beim dritten, okay, das war heftig. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist für mich, wo ich klein war, noch viel Geld, weißt du, was ich meine? Und dann, also, ich habe nicht dran gedacht, ich mache jetzt große Geld und werde Millionär. Ich habe einfach nur viel Geld gesehen und schnelles Geld, weißt du, es sind ja 3 Minuten, Bruder, weißt du, rennst rein, 3 Minuten hast du ein paar tausend Euro in Tasche, auf Tasche. Und wenn du mit 15 Jahren 10.000 Euro auf Tasche hast, weißt du, das macht, glaube ich, schon viel mit deinem Kopf aus. Ja, Bruder, klar, Bruder, du bist der König unter deinen Freunden, weißt du, was ich meine? Das macht auf jeden Fall sehr viel mit deinem Kopf. Und was hast du eigentlich so mit dem Alter, mit dem Geld gemacht so? Bruder, ich konnte nicht viel machen, ich habe nicht so überlegt, weißt du? Deswegen habe ich einfach nur sinnlos ausgegeben. Manchmal bin ich bei uns in die Hood gekommen, habe da die ganzen Jungs, die Kleineren gesehen, habe denen alle was zum Essen gekauft, wo da waren. Manchmal bin ich mit den Jungs, meinen Jungs in die Stadt gegangen, dem Schuh gekauft, dem habe ich ein Handy gekauft. Ja. Manchmal ist es auch vorgekommen, dass mein Bruder Geld gefunden hat, dann war es weg. Ja. Weißt du, was ich meine? Und einfach sinnlos verballert. Am Ende, Bruder, habe ich schon noch Rücklagen gehabt, aber Anwälte, alles hat gekostet. Ist Geld draufgegangen, Und so interessant wäre so bei euren Raubüberfällen so, wie seid ihr dann so aufgefallen? So, wie hat die Polizei euch da so erwischt? Seid ihr bei einem Überfall raufgegangen oder war das einfach so, Observation lief im Hintergrund? Bruder, das Ding ist, das ging eine Zeit von 2 Monaten, 3 Monaten ging das. Und das, also fast schon jeder Laden, der nebeneinander steht, wurde überfallen. So. Jeder zweite Laden, weißt du. Ja. Und dann irgendwann mal, die sind dumm geworden, die wussten nicht mehr, wohin und so. Und dann haben die Flugblätter aus, also so diese Kopfgeld, 1.000 Euro Belohnung. Und haben uns aber nur maskiert zeigen können, weißt du. Die haben schon das, also die Bürger angefangen zu fragen, Alter, wer ist das, Alter? Weißt du, was ich meine? Weil die haben Eier gelutscht. Die haben die ganze Zeit Eier gelutscht. Das waren mehrere Überfälle. Die konnten uns nichts nach... Also, die konnten nicht mal in unsere Nähe kommen, die wussten nicht mal, dass wir das sind, weißt? Und dann, Bruder, haben wir schon ganz, 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 ganz viel gemacht. So, Real Talk, habt ihr da nicht Angst gehabt oder euch gedacht, wir hören auf, wenn du schon siehst, dass überall Flugblätter von euch sind, so, hast du da nicht gedacht, okay, Bruder, jetzt... Da haben wir schon auch wirklich ein bisschen langsamer gemacht, weil da haben wir auch schon alles auseinandergenommen gehabt, was... Okay. Weißt du, was ich meine? Wir haben nicht über den Tellerrand gedacht. Wir haben damals immer nur gesehen, was wir kannten und es war Feuerbach. Wir haben alles in Feuerbach auseinandergenommen. Das ist sehr dumm, weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, keine Ahnung, wir sind dann auch irgendwann mal ein bisschen lockerer geworden. Bullen sind heiß geworden. In der Zeit sind die Bullen nun zu dritt mit Maschinengewehren und so rumgefahren. Weißt du, was ich meine? Ja. Die wussten nicht, von wo kommt diese ganze, von wo kommen diese ganzen Überfälle und so, weißt du? Ja, und Bruder, dann war es so, an einem Tag wollten wir einen Juwelier überfallen und an diesem Tag haben wir uns alle getroffen, bei uns halt, also im Bunker,
haben uns alle besprochen und haben uns auch dann schon mal angezogen, ja, alles mitgenommen, was wir brauchen. Wir sind dann kurz vor Ladenschluss, wollten wir gerade reingehen in den Laden, Bruder, und da ist noch Licht an, weißt du, und wir sind schon so gebückt und laufen schon hin. Bam, Tür ist einfach zu, weißt du, was ich meine? Ich dachte, ja, Alter, Scheiße, ganz Scheiß umsonst heute geplant und gemacht, getan. Dann sind wir zurück, Bruder. Die Jungs sagen zu mir, hey Bruder, wir machen das morgen früh um 9 Uhr. Ich sage, hey, wollt ihr mich verarschen, Mann? Es ist Sommer, gegenüber ist eine riesen Eisdiele und ja, der Fluchtweg ist geradeaus, Bruder. Ja. Das ist doch ein Kinofilm für die Leute dort, weißt du, was ich meine? Die sagen, nein, Bruder, glaub mir, wir machen das morgen früh und so. Ich sage, hey, Jungs, wenn ihr wollt, wir gehen jetzt Casino, wir gehen jetzt das, ich bin überall dabei. Ja. Aber bei so einer Sache, ich will nicht gefickt werden, weißt du? Ah doch, mehr. Aber ich sage, okay, komm, Jungs, geht, macht. Ich habe meinen Joint geraucht, ich bin nach Hause gegangen, schlafen. Nächsten Tag bin ich aufgewacht, alle waren im Knast, Bruder. Ja. Alle waren im Knast, Bruder. Die wurden, genau wie ich gesagt habe, wurden die gefickt. Ja, war quasi nur ein Weg hin. So. Ja, Bruder, Augenzeugen, 1000 Augenzeugen sitzen da, Juwelier ist genau gegenüber und dein Fluchtweg ist so, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ist doch klar, dass du gefickt wirst, weißt du? Ja, Bruder, und dann hat's angefangen, Alter. Die Leute sind reingekommen. Von mir wusste man ja immer noch nichts, weißt du, was ich meine? Und jetzt frag dich mal, Bruder, wie bin ich reingekommen? Da haben einige angefangen zu erzählen viel, ne? Bruder, ich bin ja nicht selber hingegangen, aber gesagt, ich war dabei, weißt du, was ich meine? So. Irgendwie, 3-4 Tage bevor ich verhaftet wurde, kommt von meinem Mittäter die Freundin, ich will jetzt keinen Namen nennen, ja, die kommt zu mir, also die kommt nicht persönlich, die steht zu 200 Meter von mir entfernt, und schickt mir so ein Kollege, der mit ihr war, ja, und er sagt, hey, wo ist Sam, warte mal kurz. Ich sag, wie, warte mal kurz, komm doch her, Alter, weißt? Der kommt, der sagt, hey, die sagt gerade, entweder du stellst dich oder sie verrät dich, weil ihr Freund sitzt, weißt? Ja. Bruder, und ich krieg die Krise, weißt? Ich sag, hey, sag ja, wenn die mich verrät, umso mehr Personen, umso mehr Personen es sind, du weißt doch selber, ab 3 Leute ist es dann Bande, weißt, was ich meine? Aber Bruder, ich hab diese Politik noch nie gecheckt, Walla, wenn ich mich so äußere, ich hab die noch nie gecheckt, so. Wenn man schon drin ist, ne, was für Nutzen hast du davon, dass andere jetzt noch mit dir drin sitzen? Bruder, ich verstehe es auch nicht, Alter, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich gesagt habe, hey, komm, scheiß auf deinen Kopf, Alter, du verbrätst mich, was redest du da, weißt du, scheiß auf deinen Kopf, geh zurück und sag, ich scheiß auf deinen Kopf, weißt du. Der ist gegangen und ich hab's nicht ernst genommen, weißt du. Walla Billa, 3 Tage später, Bruder, die haben mich auseinandergefickt. Bruder, die sind nicht nochmal gekommen, die haben mich gebombt, Bruder, diese Schuhensöhne, diese ich hoffe alles, Bruder. Guck mal, meine Lippe bis heute, Alter. Die haben mich komplett gefickt. Weißt du, was ich meine? Die haben mich auseinandergenommen, Bruder. Die und Tür eingetreten, direkt Bombe. Nein, Bruder. Die sind nicht mal zu mir nach Hause gekommen. Die haben gewartet draußen. Ich war mit meinen ganzen Jungs. Und wir waren zu viele, weißt du? Die haben gewartet. Ich bin um die Ecke gegangen. In diesem Moment, die haben mich auseinandergenommen. Ja. Um die Ecke einfach, weißt du? Und meine Jungs haben die auch verhaftet. Und haben das auch gefilmt. Nur mich, meine Verhaftung haben die nicht gefilmt, die sind. Weißt du, was ich meine, Alter? Okay. Warum? Weil die wollten halt richtig draufhauen. Haben die auch gemacht. Wir haben dich bombardiert, dich kaputt gehauen. Bruder, mit Sandhandschuhe. Ich war 16 Jahre alt, Bruder. Ja. Die sind gekommen, maskiert mit Sandhandschuhe, Bruder. Zu viert, Bruder, weißt du? Alle, ihr seid Bullen, Alter. Weißt du, was du wirst? Du lernst doch sowas in deiner Ausbildung, Alter, jemanden zu fixieren, Alter. Ja. Und ich bin 16, weißt du, was ich meine? Ich dick auseinandergenommen. Ja, ich dick. Bewusstlos geworden bist du? Nein, das Bruder. Gott sei Dank nicht, ja. Aber halt übel viel Blut und alles Mögliche. Hier war offen alles, ja, alles war offen, weißt du? Bruder, ich schwöre, hier nimmt das auch ganz interessante Wende. Du kamst direkt in Untersuchungshaft dann auch? Ja, dann bin ich reingekommen, Bruder. Dann war erstmal dieses Kapitel Straße vorbei. Dann war erstmal Leben vorbei. Ja. Und Bruder, mit 16 kommst du nach Stammheim. Weiß, also jeder in unserer Umgebung kennt Stammheim. Stammheim ist kein schöner Knast, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ja, Bruder, das hat mich dann erstmal so kurz mit 16 zurückgeworfen und einfach schockiert auch, weißt du, was ich meine? So, Bruder, und es sieht krass aus, Stammheim. Ich sag's dir, das ist nicht so wie andere Knäste, Bruder, es sieht krass aus. Du kommst rein, denkst, du bist Guantanamo, Bruder, weißt du was? Und die Leute schreien, Bruder, wirst reingefahren in den Hof. Und überall sind Fenster, weißt du, und das ist ja riesig, weißt du? Ja. Jeder schreit, du Hurensohn, du Bastard, dich. Und ich denke, die schreien mich an, weißt du? Ich drehe mich um und ich merke, die schreien die Bullen an, die mich verhaftet haben, weißt du? Ja. Du Hurensohn. Ja, Bruder, auf jeden Fall hatte ich da erstmal einen richtigen Schock, bin reingekommen. Und das Krasse ist, ich bin mit eiskalt mit meinem Vater, seinem Kollegen in Zelle gekommen. Ja. Erste Mal, weißt du? Und ich war jung. Und der Typ, Bruder, das Härteste ist, er war stumm, aber er konnte hören, ja, aber er konnte nicht reden. Und er guckt mich die ganze Zeit an und wir sind in der Viermannzelle und kein Fernseher, kein gar nichts, erste Tage, weißt du? Bruder, und er guckt mich die ganze Zeit an, aber redet nicht, weißt du?
Und die sagen, der ist stumm, er kann nicht reden. Irgendwann mal nach 6 Monaten wurde der entlassen und mein Bruder hat damals zu meinem Papa dann immer gesagt, hey, weil der, mein Vater hat gesagt, wo ist Süße, warum besucht er mich nicht mehr und so. Er sagt, ja, der ist Schule, Internat, irgendwas, irgendwas hat er da gebabbelt, weißt. Der Typ kommt nach 6 Monaten raus, geht zu meinem Vater und hat den irgendwie beigebracht, dass er mich gesehen hat im Knast. Ja. Alter, und dann ist mein Vater erstmal Besuch gekommen. Dann hat er diese Knast-Tattoos gesehen. Direkt, ey, sag mir seinen Namen, wer war das? Ja. Der sieht Knast und sagt, wer hat das gestochen? Zeig mal. Zoom mal ran, sieht man macht das? Macht euch das auch, Alter. Oh, yeah. Das war der Harbi, so mit Kuli und Tinte, glaube ich. Der so, ne? Ja, Kuli nicht, aber das ist Ruß, Bruder. Ja. Brennst halt irgendein Plastikteil an, tust dieses schwarze Rauch. Du hast richtig Haftschaden gehabt, das einfach zu machen, ne? Was heißt Haftschaden? Oder ich hatte keinen Haftschaden, cool so. Ich hatte Freizeitsperre, Bruder. Bruder, Wallah, ich hab BS gehabt, ich habe keinen Hof, also keine Freizeit gehabt. Ja. Keine, Kopf hat einfach nicht mitgemacht. Ja, erzähl mal, wie war das denn überhaupt an sich, Bruder, mit 16 da reinzugehen im Knast, Bruder? Ja, Bruder, die Frage ist eigentlich, kann man sich selbst beantworten, ja. Bruder, aber ich sag dir ehrlich, wenn man mit 16 reinkommt, wenn man meinen Kopf hatte damals, hat es nicht so viel gemacht, sagt er ehrlich. So also, man denkt, mit 16 ist es viel, viel schlimmer, aber ich finde, wo ich jetzt beim letzten Mal reingekommen bin, war es für mich 10-mal schlimmer, Bruder. Weil, wenn du jung bist, du siehst die Älteren gehen raus, rein, und dann so, boah, guck mal, der ist wieder draußen, Bruder. Weißt du, was ich meine? So, das ist schon wie ein Star dann, weißt du, wo du noch klein warst, hast du gedacht, ey, Bruder, guck mal, der ist wieder vom Knast und, ey, Bruder, hast du gehört, der sitzt und so, weißt du, was ich meine? Das war damals cool. Und Bruder, dann bin ich reingekommen, für mich war es ein Gangsterfilm, Bruder, weißt du, was ich meine, so. Boah, Knast, gut. Erste Mal, weißt du, wurde nicht so schnell langweilig, weißt du, siehst Sachen, ach guck, so läuft es hier, ach guck, so läuft das hier. Mhm. Und ja, Bruder. Aber hast du nicht so eine Phase, wo, weil ich habe das Gefühl, dass viele diese Phase auch haben, wenn man reinkommt, ich denke, Digga, okay, du bist wirklich 22 Stunden, ich weiß nicht, 22 Stunden, 21 Stunden drin, je nachdem, Jugendhaft, dass man denkt, Digga, Bruder, ich will nur noch hell sein, den geraden Weg gehen, wenn ich rauskomme, ich schwöre, ich ziehe die Schule durch. Hast du diese Phase nicht gehabt? Natürlich habe ich die Phase gehabt. Bruder, ich hatte auch Zeiten, wo ich saß, wo Familienmitglieder gegangen sind, wo meine Mama sehr, sehr stark erkrankt ist, weißt du, was ich meine? Und Bruder, wenn du da im Knast bist, weißt und nicht für deine Mama da sein kannst, und weißt, das ist ja die einzige, die ich noch habe, weißt du, was ich meine? Mein Papa ist verstorben, Allah yarhamu. Und deswegen, weißt du, was ich meine? Das war schon alles schwer für mich, als ich reingekommen bin und dann drinne war und das alles passiert ist, das ist schon nicht einfach, weißt du, was ich meine? Boah, drin ist das sogar noch passiert mit deinem Vater? Nein, mit meinem Papa ist es passiert. Da war ich noch eine Woche draußen und dann wurde ich verhaftet, weißt du? Gänsehaut, Bruder, Wallah. Ja, Bruder. Gerade die Kraft geben, Bruder. Das Ding ist, es war nicht schön, weißt du, aber deswegen sage ich, am Anfang war das alles noch ein Gangsterfilm, war cool, weißt du? Und weißt du, da warst du noch der Draufgänger, weißt du, was ich meine? So. Da hast du sogar Stress gesucht, weißt du? Aber dann, wo dann viele Sachen passiert sind und dann hast du erst realisiert, mein Bruder hat geheiratet. Ich habe einen Bruder, weißt du, was ich meine? Ich habe nicht 2, 3. Ich habe einen Bruder, er hat geheiratet, ich war nicht da, Bruder. Hm. Weißt du, was ich meine? Ich konnte nicht jederzeit zu meinem Papa zum Grab gehen, besuchen, weißt du? Oder mein Cousin ist verstorben. Viele Sachen sind passiert, wo du nicht da. Und dann fängst du erst an zu überlegen, weißt du, was ich meine? Ja. Davor bist du noch im Film, Bruder. Und erst wenn Sachen passieren, wo du nicht, wo dir die Hände gebunden sind, dann fängst du an zu überlegen. Und ja, Bruder, dann kam für mich diese schwere Zeit, weißt du, was ich meine? Das kam erst nach 3 Jahren oder so bei mir, weißt du? Dann habe ich erst überlegt. Und davor habe ich immer gedacht, Bruder, natürlich habe ich gesagt, hey, ich höre jetzt auf mit dem und dem, wenn ich rauskomme, das reicht jetzt, Knast und so, weißt du? Auch bevor das alles passiert ist mit Familie und so. Mhm. Aber keine Ahnung, du weißt doch selber, du gehst raus und vergisst Knast nach einer Woche, also wenn du nicht lange saßt, weißt du? Ganz kurz, so mit 16 das erste Mal Haft, wie lange warst du da? Das war U-Haft, knapp ein Jahr, Bruder. Ein Jahr warst du knapp auf das Harte, gell? Ja, Bruder. So, was kam jetzt am Ende? Das war ja diese Band, was war das? Raub in Band oder was war das noch? Ne? Ja, das war, Bruder, das waren viele Anklagepunkte am Ende. Vieles ist nicht durchgegangen, weil ich es zum Beispiel nicht war. Ja. Oder weil die mich einfach nicht dafür verknacken konnten. Ja. Und das, was durchgegangen ist, war dann nicht mehr so viel. Ja. Ich hatte zum Glück auch gute Anwälte. Und ja, Mann, dadurch habe ich dann als allererstes Jugendstrafe habe ich 2,6 bekommen. 2,6? Für diese ganze große Sache. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich bin super davon gekommen. Ich hoffe, meine Mutter im Landgericht, die Staatsanwältin steht auf, nach Gericht, die kommt zu mir und sagt zu mir, hey, die hat Bewährung gefordert, gib die mal. Ja. Staatsanwaltschaft fordert Bewährung.
Ein Landgericht, Bruder. Wo gibt's sowas, Alter? Ein Staatsanwalt, ich weiß, was ich meine. Aber Richter hat dann gesagt, nein, niemals Bewährung, 2,6, geh rein, weißt? Ja, 2,6 habe ich bekommen da. Dann saß ich auch dafür. Dann war ich in Adelsheim. Dann bin ich auf 7/12 damals rausgekommen, Jugendstrafe. 7/12 bist du rausgekommen? Ja, Mann, aber das war nicht lang. Ich war einen Monat, zwei Monate draußen. Dann ist ja diese Sache mit Nimo passiert damals, wo wir in der Stadt waren. Darüber gibt es auch ein Lied. Wir haben ein Lied geschrieben, das heißt Sirenen um mich herum. Bruder, die Frage mit Nimo, die musste ich ja, sonst hauen ich, glaube ich, meine Abonnenten kaputt. So alle fragen sich, ist da alles gut zwischen dir und Nimo? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich verstehe diese Frage. Ja. Aber die kotzt mich langsam so an, weil ich habe die oft schon beantwortet. Und ich werde es jetzt nochmal tun. Der Junge ist mein Bruder. Ja. Egal was ist und was kommt, er ist mein Bruder. Außer wenn er eklig wird. Weißt du, was ich meine? So, er ist mein Bruder. Er ist immer noch, ich würde für ihn stechen. Weiß nicht, ob der es für mich machen würde. Ich würde es auf jeden Fall. Wenn ich jemand als Bruder betitelt, dann bleibt er mein Bruder. Der hat nichts, der hat mir keine Faxen gemacht, kein gar nichts. Weißt du, was ich meine? Ja. Er ist seinen Weg gegangen. Er hatte selber auch in dieser Zeit Troubles. Egal in welche Richtung. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Er ist seinen Weg gegangen. Und scheißegal, Bruder. So, was die Leute reden, einen auf, er hat dich vergessen und das. Stimmt nicht. Ja. Ich sag, ihr habt das Nimo hat mich, Bruder, besucht, als ich in Schwäbisch Hall war, als ich in Stammheim war. Briefe, wir sind keine Briefmenschen, Bruder, weißt du? Ja. Damit ihr wisst, mit Nimo ist alles gut. Ja. Ich liebe dich, Habibi. Ich küsse dein Herz, Bruder. Und es wird bald was Krasses kommen, ich sag's euch. Sag dir, Bruder, du sagst, er hat besucht, das Wichtigste, wenn du in deinem Herzen weißt, zwischen euch rede, alles gut, Bruder. Aber ich check ja nicht, woher kommt die Frage dann überhaupt? Weil ich war auch geschockt, Bruder. Ich habe nur gesehen, alle schreiben, was mit Nimo, frag ihn, was mit Nimo. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich verstehe diese Frage, weil, Bruder, wenn du uns von damals schon verfolgt hättest, dann wüsstest du, dass Nimo und ich so waren. Guck mal, diese ganzen Handyvideos hast du ja mitbekommen von Nimo. Ja. Seine allerersten Handyvideos. Ich war der, der die aufgenommen hat. Okay, so eng wart ihr dann damals. Ich war der die Kamera gehalten hat. Heftig, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja. Und damals habe ich noch nie gerappt. Ich habe immer niemals seine Beats ausgesucht. Am Ende bin ich reingekommen. Am Ende jetzt nicht wie die Jungs, die hier mit mir sitzen. Ja. Aber ich wüsste ganz genau, wenn ich den Jungen heute anrufe, er hilft mir morgen, wie er kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Er ist halt nicht so, dass er deine Probleme kennt halt, weißt du? Ich finde das so eine Eigenschaft, die ein Bruder ausmacht, weißt du? Muss ja nicht sein, dass du so jeden Tag hängt, aber wenn du schon sagst, weißt du, wenn du schon sagst, du weißt im Notfall, wenn du Hilfe brauchst, wenn du darauf ansprichst, dass er dann da ist, das macht schon viel aus. Genau, und das habe ich auch erst später gelernt. Und jetzt kommen wir weiter zur Flucht, Bruder. Okay, was dann passiert? Es war einfach nur so ein ganz normaler Tag, Partynacht, weißt du, was ich meine? Und wir waren alle schick gekleidet, wir waren in der Stadt. Und er war gerade irgendwie 2 Wochen Zeitarbeit oder keine Ahnung, was, wie viel mit er geschoben hat, weißt. Auf jeden Fall ruft er mich nach Arbeit an und sagt, hey Bruder, was geht, was machen wir und so. Ich sag, komm in die Stadt, Bruder, wir sind alle da. Was macht der Junge, der kommt in die Stadt mit Jogginghose, Bruder, und wir wollen feiern gehen, weißt. Mhm. Kurz und knapp, Bruder, ich habe dein Auto genommen, was ich mir gehört hat, wollte dann kurz nach Hause fahren, eine Hose für den holen, weißt du, was ich meine. Das ist alles so dann ausgeartet, dass Bullen mich verfolgt haben und Bruder, das ging dann durch die ganze Innenstadt und am Ende... Die haben dich verfolgt einfach. Ja, Bruder, die haben mich verfolgt durch die ganze Innenstadt. Und irgendwann war das dann so, dass vorne welche waren, hinten waren welche, überall waren Kastenwegen und alles war blau, Alter. Und auf einmal ist irgendein Bulle einfach vor mein Auto gesprungen, hat auf Superman gespielt, keine Ahnung, was er dachte, Alter. Bruder, und dann saß ich auf einmal wieder... Nicht wegen dieser... Achso, den hast du angefahren, der vor deinen Augen... Ja, also es ging so schnell, er ist gesprungen und ich wollte es nicht. Ich habe ihn halt getroffen, weißt du, was ich meine? Und dann war die Verfolgungszeit vorbei. Wurde es direkt mitgenommen, kam es direkt wieder rein? Direkt wieder mitgenommen, ich kam direkt wieder rein. Boah, warte, wir müssen das kurz zusammenfassen, das ist ja krass, Bruder. Das heißt, du warst mit 16, wurdest du verknackt, 2,5 Jahre hast du gesessen gehabt, ne? Nein, oder, nee, auf 7/12 rausgekommen. Genau, das heißt, wie lange warst du insgesamt drinnen? Das waren 1 irgendwas, ich weiß nicht mehr, 1,4 oder 1,5, keine Ahnung, sowas. Mit 17, 18 so, warst du dann wieder draußen. Dann und wie lange warst du dann in der Freiheit, bis dann das passiert ist? Dann war ich ein paar Monate nur draußen, 2-3 Monate. 2-3 Monate, dann kam die Verfolgungszeit mit Nimo und du wurdest dann wieder verknallt. Und dann wurde ich wieder verhaftet. Okay. Nimo war auch auf Bewährung, aber ich hab einfach nur gesagt, ey, der wusste von nichts. Ich bin gekommen, hab ihn abgeholt und fertig, weißt du. Und irgendwie, also zum Glück ist er am gleichen Tag noch rausgekommen. Und zum Glück haben wir ihn dann dafür nicht belangt, der war da nur Zeuge. Ja, Mann, Alhamdulillah.
Und ja, Bruder, dafür, da saß ich dann auch nochmal. Die Bewährung wurde widerrufen. Und dann gab es wieder ein Gerichtsverfahren. Da hatte ich auch wieder einen sehr, sehr, sehr guten Anwalt. Sehr, sehr gut. Der das dann alles runterstufen konnte von versuchter Mord auf versuchte gefährliche Körperverletzung. Dann habe ich dafür noch ein Jahr... Am Anfang war das versuchter Mord jetzt gegenüber dem Polizeibeamten. Ja. Das war versuchter Mord, weil du weißt ja, Polizisten, Alter, weißt du? Ja. Und die wussten selber, dass es nicht durchgehen wird. Aber die haben einfach nur einen Anklagepunkt gebraucht, um mich reinzukriegen. Wenn die jetzt sagen, gefährliche Eingriffe im Straßenverkehr, das zieht nicht, weißt du, was ich meine? Die mussten irgendwas machen, um mich wieder reinzubekommen. Und dann haben die halt übertrieben ein bisschen. Und das machen die oft. Und das ist eigentlich normal bei denen, weißt du? Ja, Mann. Und wie lange hast du dann dafür gesessen gehabt? Oder ich habe ein Jahr bekommen. Bei mir war es so eine Sache... Ich saß nicht für einen Punkt, weißt du, immer so mehrere Sachen. Genau, ich saß, dann kam was Neues, dann saß ich wieder, dann kam wieder was Neues. Die erlassen dir dann 2 Jahre von deiner Strafe, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du diese 6-Monate-Therapie durchziehst, weißt du, was ich meine? Okay. Was heißt erlassen? Die tun es dann halt auf Bewährung aussetzen, weißt du? Und ja, das habe ich dann versucht, Bruder. Und wie man weiß, komme ich mit Regeln klar, Bruder. Ist so leider, dass viele Leute die abbrechen. Warum hast du die Therapie eigentlich abgebrochen? Ich habe nicht abgebrochen, ich bin immer rausgeflogen. So. Was meinst du? Hast du rausgeflogen, weil du dich nicht an die Regeln gehalten hattest? Ja, das ist das Ding. So, weil, keine Ahnung, so Autorität war noch nie so meins, weißt du, was ich meine? So, wenn mir jemand was sagen will, weiß dann, ich kann das nicht, weißt du. So. Und das war halt immer das Ding, immer am Diskutieren gewesen mit denen, nein, so, ah, deine Mutter ist schuld, wie meine Mutter ist schuld, weißt du, was ich meine? Dann fängst du an zu diskutieren, irgendwann kommen die zu dem Punkt, der will nichts annehmen, der ist untherapierbar oder was auch immer. Oder, Bruder, die brauchen nur zu sagen, ey, das Vertrauensverhältnis zum Klient ist nicht mehr gegeben und das reicht, Bruder. Du bist wieder drin, Alter. Du bist wieder drin, weißt du? Ja. So war es dann auch. Nach was für einer Zeit, wie lange warst du in Therapie? Ich war 4 Monate, nein. Drei Monate, zweieinhalb Monate war ich da. Zweieinhalb Monate. Und zwei Wochen, bevor die mich entlassen mussten, haben die mich wieder reingesteckt. Bruder, gib dir mal. Und ich bin Selbstzahler, Bruder, weil die Krankenkasse bei mir nicht zahlen will, muss ich immer selber bezahlen. Ja. Und so eine Therapie kostet 20 Mille, Bruder. 15, 20 Mille. Und ich habe 4 Stück gemacht, weißt du, was ich meine? Wie, du bist gar nicht jetzt über die gesetzliche Krankenkasse versichert, oder wie? Ich bin versichert, aber die wollen nicht zahlen. Ach, sowas übernimmt, das wusste ich schon. Die übernehmen schon normalerweise sowas, aber... Ja, bei mir haben die einmal übernommen, Bruder. 4-mal habe ich gezahlt. Ja, heftig, Digga. Bruder, und wenn du Selbstzahler bist, dann dein Geld geht Tag für Tag immer wird weniger, weißt du? Wenn du 20 Mille zahlst, dann zahlst du jeden Tag, weißt du? Du musst halt im Voraus zahlen. Und die haben es schlau gemacht, haben mich dann da gelassen bis 2 Wochen vor Ende. Und das ist fast jedes Mal, haben mich dann gekickt, haben 19 Mille behalten, haben mir 1.000 Euro zurückgeschickt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also erstmal, die haben dich quasi erstmal abarbeiten lassen und dann 2 Wochen davor gekickt, oder? Genau, aber ich bin mir sicher, die wussten schon im ersten Moment, dass sie mich kicken wollen, weißt du, was ich meine? Wo ich angekommen bin, wussten die schon, dass der Junge wird gekickt, weißt du? Die wollten einfach nur das Geld einsacken, weißt du, was ich meine? Hab die erste nicht bestanden. Rausgeflogen, hast eine andere Therapiestelle gesucht. Genau, bei der zweite bin ich auch rausgeflogen. Ja. War dann, aber du wirst nicht direkt verhaftet. Du kriegst einen Stellungsbefehl und dann sagen die dir, komm, stell dich und dann gehst du rein, weißt du? Ja. Das Ding ist, es hat so lange gedauert irgendwie, dass sie nicht gekommen sind, die haben mir nicht geschrieben, gar nichts, weißt? Irgendwann habe ich mich voll sicher gefühlt, weißt? Und habe dann meine Geschäfte gemacht, weißt? Eines Tages bin ich zu Hause und, Alter, das ist jetzt wieder voll die Geschichte, aber Bruder, guck mal, das war ein Tag, wir haben eine große Lieferung bekommen. Wir waren abpacken und haben es aufgeteilt. Das waren mehrere Kilos. An diesem Tag hatte ich einen Bunkerplatz für diese 6 Kilo, aber ich musste diesen Bunker bezahlen, weißt du, was ich meine? Ja. Und ohne Geld kommst du da nicht rein. Und ich hatte mein ganzes Geld zu Hause, weil du kannst nicht Bargeld und Material auf einem Fleck haben, weißt du? Und konnte dieses Material nicht da lassen und musste das dann kurz rausnehmen, um Geld zu holen und es dann wieder dahin zu bringen. Ja. In diesem Moment, wo ich das rausgeholt habe, hat eine halbe Stunde habe ich es rausgeholt, bin kurz nach Hause gefahren, vor meiner Tür habe ich so ein bisschen weiter weg den stehen lassen, der, wo mich gefahren hat. Und bin dann rein, raus, bei mir kurz rein in den Keller, wieder raus und die Bullen standen schon bei mir oben. Und ich hab's aber nicht gemerkt. Ja. Bin dann wieder raus und die gucken von oben im Fenster, wie ich von unten rauskomme, weißt? Und sind dann direkt runtergejumpt, ich hab's gar nicht gemerkt. Ich bin in ein Auto reingegangen und ich hatte an dem Tag, ich glaube 70 Gramm an den Eiern oder so. Ich weiß nicht, 75 Gramm oder irgendwie sowas. Ja, ich saß dann im Auto und ich sehe ein Passat von links. Weg abgeschnitten, da habe ich schon gesagt, okay, gefickt. Und ich hatte kurze Hose an, ich wollte die ganze 70 Gramm rausholen, weißt?
Und der Bulli steht schon da und einer da, weißt? Und der zeigt seinen Ausweis, Herr Gas, mir einen Haftbefehl, kommen Sie bitte raus und so, weißt? Und ich bin die ganze Zeit, ich schwitze schon, du weißt doch. Danach ich denke mir, ja komm, scheiß drauf. Und ich merke, der Bulli steht nicht hier, sondern hier. Und Bruder, wenn ich die Tür aufmache, ich drücke den weg, weißt? Ja. Bruder, ich habe den einfach weggedrückt und bin gerannt, Bruder. Ich bin gerannt. Und Bruder, er schreit noch, du verlierst, ja. Bleib stehen. Ich sage, Seppi, halt's Maul. Bruder, und jump, weißt du, was ich meine? Und Bruder, irgendwann, der konnte nicht mehr, ich konnte aber auch nicht mehr. Ich gucke nach hinten, der ist, und ich gucke den an, der guckt mich an. Ich habe nur gewartet, dreht der jetzt um oder kommt der, weißt du? Bruder, und dann, ich habe gemerkt, der steht auf, ich stehe auf, der dreht wieder um. Dann ich dachte, komm, scheiße. Aber ich habe den nicht vertraut und bin trotzdem weitergejoggt. Ja. Bis meine Beine nicht mehr konnten, du weißt doch, Adrenalin. Ja. Meine Beine zittern und alles mögliche, Bruder, ich konnte nicht mehr. Habe ich mich in Siedlung bei uns Feuerbach gebunkert und hab dann gewartet, bis es dunkel wurde, weißt? Ja. Im Busch, Alter, weißt? Bis es dunkel wurde, die Jungs haben mich dann abgeholt von der Siedlung und dann war halt auch klar, weil ich wusste, die gehen bei mir rein. Dann ja. War auch klar, dass sie diese 6 Kilo finden. Dann war auch klar, dass ich auf Flucht bin. Also ab dem Zeitpunkt gesucht werde, weißt du, was ich meine? Und Bruder, ja. Und für dich war die Stellen und Knast noch gar keine Option? Das war keine Option. Warum? Weil, Bruder, ich hab ja schon damals Musik gemacht. 2014 habe ich, glaube ich, war das 2016? 16. Wo ja. Nimo Dinger Kiki kam. Und da war ja meine erste EP mit drin. Ja. Da habe ich angefangen, Musik zu machen, weißt du, was ich meine? So. Und Bruder, das war dann schon 2019 und ich habe nicht viel gerissen gehabt, weißt du? Und Bruder, ein Mensch, der so lange saß, ich saß ja zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre, weißt du? Ja. Der kriegt nichts, Bruder, was willst du machen? Muss kriminell sein, weißt du? Dann habe ich gedacht, hey Bruder, ich habe diese Musik, ich habe diese Chance, wenn ich jetzt wieder reinkomme in den Knast, verspielst du die Leute haben keinen Bock mehr zu warten. Egal ja. Wie gut du rappst, Bruder, kein Mensch wartet auf dich jahrelang, bis du mal ein Lied droppst, weißt du, was ich meine? Stimmt, du wusstest ja gar nicht, in Stuttgart sind die auch hart, was mit dem angeht. Genau, weißt du, ich wusste nicht, wie lange ich weg sein werde. Ich wusste nicht, kann ich meine Musik noch durchziehen? Danach werden überhaupt noch Leute da sein, die mich pumpen, danach noch, weißt du, was ich meine? Dann habe ich gedacht, hey Bruder, das kann ich nicht also riskieren. Und dann habe ich halt ein paar Leute, also mit meinem Bruder gesprochen und ein paar Leuten, was ich jetzt am besten mache, weißt du? Ich würde auch genau sagen, hier machen wir auch den Cut, weißt du, das ist auch das, was sehr viele Leute interessiert haben. Wie gesagt, nächsten Sonntag geht's weiter, sprechen wir über dich, dein Leben auf der Flucht, was du gemacht hast, wie du die Musik noch nebenbei aufgezogen hast auf der Flucht. Wie gesagt, schaut nächsten Sonntag vorbei, es geht weiter.